Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sonntag heisst für mich ausschlafen, auf den Morgen und auf den Mittag verzichten und sich dafür auf einen zünftigen Brunch freuen. Der Anfang macht das Glas 100% reinen Granini-Orangensaft. Ein fein duftender Butterzopf vom Gopäck darf natürlich nicht fehlen. Gerbergala mit dem unvergleichlichen rahmigen Geschmack kann man gut streichen. Und wie wär's zur Abwechslung mit einem kalorienarmen Sojadessert mit frischen Früchten? Dann natürlich viel Kaffee, zum Beispiel der leicht geröstete Jubilo mit seinem harmonischen Aroma. Oder eine Tasse Heliomalt, das hochwertige Stärkungsgetränk mit 12 Vitaminen. Bestimmt ist es auch kein Zufall, wenn bei vielen gewöhnten Brunchern ein Midi-Gomfi auf dem Tisch steht. Die grosse Auswahl und die gute Qualität sind eben Argumente, die überzeugen. Die Fachleute suchen übrigens ständig nach Möglichkeiten, die Midi-Gomfi noch besser zu machen und lassen die neuen Rezepte durch kritische Konsumenten testen. Das Ergebnis sehen Sie auch am Beispiel dieser Aprikosen-Gomfi. Ganze lustige Fruchtstückchen hat es da drin. Auch wenn Sie auf Ihre Linie schauen müssen, sich also kalorienbewusst ernähren müssen oder wollen, dann brauchen Sie trotzdem nicht auf eine fruchtige Gomfi zu verzichten, weil es Midi Légère gibt. Die Gomfi mit 100% Genuss, aber 50% weniger Kalorien. Die Midi Légère enthalten keinen Zucker, keinen künstlichen Süßstoff und eben nur halb so viele Kalorien wie die normale Gomfi. Und bei so einem ausgiebigen Brunch fällt das natürlich schnell einmal ins Gewicht. Noch bunter als sonst wird der Frühling dieses Jahr dank der neuen Mode, die mit strahlenden Farben aufwartet. Wie immer hat Beldam die passenden Make-up-Produkte parat. Unter anderem das praktische Mini-Lippenstift-Nagellackset, das auch in kleinen Handtaschen Platz hat. Oder das Lidschatten-Trio in den hochaktuellen Farbtönen. Oder die Lidschattenpalette mit 6 attraktiven, harmonisch aufeinander abgestimmten Tönen, die man beliebig kombinieren kann. Und damit wäre es auch schon wieder Zeit für das Coop-Rezept dieser Woche. Heute zeige ich Ihnen das Boulet-Rezept Sarah. Pro Person einen ganzen Boulet-Schenkel im heißen Öl ringsum gut anbraten, mit Rosmarin bestreuen und salzen. Ein paar schöne Tomaten kurz in heißes Wasser tauchen, schälen und vierteln. Sellerie in Streifen schneiden und ein paar Knoblauchzehen auspressen. Das ganze Gemüse zum Boulet geben. Ein Lorbeerblatt drauflegen, alles gut schmoren lassen und dann mit ein bisschen Cognac, Weisswein und Bouillon ablöschen. Noch einmal abschmecken und zudeckt im heißen Ofen etwa eine halbe Stunde schmoren. Bevor es fertig gegart ist, zum Boulet schöne Orangenscheiben geben. Noch einmal heiß werden lassen und dann mit Nudeln servieren. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen im Teletext Seite 270. Einen guten. Das wäre es. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schauen Sie aber die Aktionen noch an, es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. In allen Coop-Läden gibt es Damenknüstrümpfe Fantasie in verschiedenen Farben. Zwei Paar für 3,80 und Damenknüstrümpfe Twen in verschiedenen Farben. Drei Paar für nur 2,90. Ein Bund Moosrosen mit einem Gratisbeutel Coop-Schnittblumenhaarung für 6,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Knorrsuppe, 9 Sorten, ein Beutel statt 1,15 für nur 85 Rappen. Servilla, 2 Stück statt 1,80 nur 1,40. Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Sprite Light und Fanta, ein Liter statt 1,25 nur 90 Rappen. Alle Coop-Quark, jeden Becher 20 Rappen günstiger. Und nun morgen, übermorgen und am Samstag, Banane, das Kilo nur 2,10. Auf Wiedersehen.